gehe ich mal zu dem Aussichtsturm Ganznest hoch, hier bei Friedinge und auch in der Nähe vom Bahnhof von Friedinge. Ich lasse mal überraschen. Das Wetter ist heute wieder hervorragend. Was will man denn noch mehr? Ich schreibe heute schon wieder Samstag, den 13. November 2020. Heute zum Samstag ist natürlich nicht viel los mit den Regionalzügen hier von der Donautalbahn. Aber wie sage ich immer so schön, man kann nicht alles haben, das Glück, den Sonnenschein. Aber den Sonnenschein haben wir ja. Also hier diesen Weg gehe ich jetzt mal hoch zum Ganznest. Ein halber Kilometer, das können wir schaffen. Oh, der Weg ist ganz schön anstrengend. Die 500 Meter. Glaubt man gar nicht, dass das da so einen auf die Puste geht. Das muss ich aber trotzdem schnell machen, dass ich da oben noch einen Sonnenuntergang mit aufnehmen kann. Ja, noch ungefähr 10 Minuten, dann bin ich Ruhe. Ja, sieht schön aus. Na, endlich bin ich richtig angekommen. Steht jetzt der Turm schief oder halte ich die Kamera schief? Ich habe das Fadenkreuz richtig eingestellt. Jetzt gehe ich hoch, sonst kriege ich nichts mehr mit. Wenn ich es aber schnell mache, wie immer. Und auf geht's zur Turmbesteigung. Ja, man sieht ein bisschen was von dem Ganznest-Turm. Jetzt habe ich endlich mal alles richtig drauf. Ja, jetzt ist fast der Dunkel zum Filmen, zum Hochgehen. Ja, ich stehe jetzt hier auf der halben Höhe von dem Turm. Und da muss ich mich nochmal beeilen, dass ich ganz hochkomme. Und hoch geht's zur Empore. So, ich bin hier oben angekommen. Das ist ein Abfilm, wo wir sehen, genau. Hallo. Hallo. Oh, schön. Der steile Aufstieg hat sich rentiert, wenn ich auch schon kaputt bin. Weil ich ja nicht mehr der Jüngste bin. Aber ich kriege noch den schönen Sonnenuntergang drauf. Und die schön im Tal liegende Stadt oder Städtlein Friedinge. Jetzt bin ich mal runter zu der Stadt Friedinge. Und jetzt schwenke ich weiter. Darüber. Über das schöne Hegautal. Oder Donautal, oberes Donautal heißt es. So, jetzt sehe ich gerade da hinten das Schloss Brunnen, das hole ich auch mal ein bisschen ran. Wahrscheinlich wird es das sein, ja, das ist es. Schön sieht es aus, toll. Also mein anstrengender Fußmarsch hat sich rentiert. Ich muss bloß noch ein bisschen die untergehende Sonne
wieder mit aufnehme. So, jetzt hier links vom Schloss Bronnen, da geht es dann, sieht man leider nicht, runter ins schöne Donautal. Aber dafür sieht man dann den schönen Horizont, so schön orangefarben und dann die herrlichen Bäume. Einfach schön hier in der Natur hier oben. Ich filme auch mal hier ein bisschen das Gemäuer mit von dem Turm. Das wird auch so schön angestrahlt. Ich mache da so einen Rundschwenk. Das muss ich nochmal umsetzen. Schade, dass es wieder die Sportflieger am Himmel zu hören sind. Ich kann da nicht jedes Mal warten, denn ich nehme die schöne untergehende Sonne weg. Und der Anblick ist ja hier oben hervorragend. Ich darf mir das mal nicht mehr angewöhnen, so nah ranzugehen. Das sieht auch nicht schön aus. Da zoome ich lieber wieder etwas zurück. Ha, ich habe ja noch mal Glück gehabt heute. Und ich schwenke weiter wieder in Richtung Friedinge. Also in Richtung Donautal, Mülheim, sind es 4 Kilometer. Frauenfelsen mit Kolbinger Höhle 2 Kilometer. Albhochfläche. Ich filme mal das bisschen, dass ihr dann nochmal eine Orientierung habt. Und ich tue jetzt hier in Richtung Donautal, Mülheim. 4 Kilometer nochmal filme, damit ihr da wisst, wo hier die Sonne genau untergeht. Und dann hier Friedingen Tickenloch, 2 Kilometer. Und natürlich hier Riesifelsen. Umsetzer jeweils 3 Kilometer. Da filme ich nochmal hin. Ah, das sieht schön aus, die orangefarbene bis rote Sonne. Da warte ich natürlich noch, bis sie ganz untergegangen ist. Das ist ja ganz klar. Ja, hier auf dem Hinweisschild geht es dann weiter zur Vito. Anhöhe, Funkturm, 10 Kilometer oder 19 Kilometer, Bergsteig, 4 Kilometer. Neuhausertal, Lauf der Donau, 5 Kilometer. Friedingen, Altstadt, Kern. Friedingen, Ortsteil Bangelt, 1,5 Kilometer. Mühlefelsen mit Kreuz, 1 Kilometer. Ah, jetzt weiß ich wenigstens, wie der Felsen heißt mit dem Kreuz. Da gehe ich auch mal demnächst hin. Schanze, Umlaufberg der Donau. Und ich filme nochmal rein hier. Und nehme natürlich wieder die Sonne mit drauf. Also hier unterhalb von dem Turm ist wieder Friedinge und dann kommt dann hier der Mühlefelsen mit dem Kreuz. Mal gucken, ob ich das mal ankriege. Ja, das ist, habe ich jetzt nicht gerade gefunden, aber da ist ja hinter in dieser Richtung.
Ah, hier geht es nach Buchheim, in 5 Kilometer Kirche und Dorf. Buchheim, Langer Hans, 5 Kilometer. Schloss Bronnen, was ich euch vorhin schon gezeigt habe. Schwarzwegfelsen oder Schwarzwagfelsen, Martinswand, 3 Kilometer. In Richtung Osten natürlich geht es ja hin. Burg Wildenstein, 6 Kilometer, Bannfelsen, 6,5 Kilometer, Donaudurchbruch, Schloss Wehrenwag, 8 Kilometer, Eichfelsen, 6 Kilometer, Wanderheimauer Stein, da war ich auch schon, Schwäbischer Albverein, Rauerstein, 4 Kilometer. Und das filme ich euch jetzt nochmal ab hier. So, nach hinten sieht man noch ein bisschen was. Von den felsigen Steinen hier. Im Donautal sind natürlich die Bäume dazwischen. In dieser Richtung, wo ich gerade filme, ist die Burg Wildenstein. Und links davon geht es zum Rauen Stein und natürlich auch zum Schloss Wehrenwag und so weiter. Alles kann ich euch nicht genau aufführen, aber es sieht einfach noch schön aus. So, die Sonne, die ist jetzt untergegangen. Oder sind ein paar Wolken noch dazwischen. Ganz da hinten sieht man noch die Westalpen. Sind noch ein bisschen im Nebel verhüllt. Aber ein bisschen sieht man von hier oben. Aber leider habe ich keine ganz klare Sicht. Aber wie sage ich immer so schön, ich bin doch zufrieden. Ja, Sentiskuppe sieht man nicht. Da. Ein bisschen Wald dazwischen. Ja, ja. Jetzt hole ich nochmal das Schloss Bronnen ran. Ja, da hinten sieht man nochmal Buchheimer Hans und die Stephanuskirche. Ja, kein Stativ dabei, aber ich versuche ruhig zu halten. Also linke Hand ist die Stephanuskirche und rechter Hand die Buchheimer Hans. So, hier der linken Seite von dem Schloss Bronnen. Hier erstmal zeige ich euch nochmal das Schloss Bronnen. Das ist also auf der anderen Seite von der Bergseite und der Vorderseite, wo ich jetzt euch das Gestein zeige, da ist der Knopfmacherfelsen. Das hat alles jetzt ein bisschen verdeckt durch die Bäume und die Sträucher. Aber ich denke, das sagt euch was. Übrigens kann man hier von Friedingen aus, wenn man nach dem Bahnhof läuft, auf den schönen Eisenbahnweg, geht es den Steilberg hoch hier und sind es ungefähr 500 Meter bis zu dem Turm. Jetzt will ich noch mal ein bisschen rüber. Wenn ich schon hier bin und wenn ihr mal da hoch gehen solltet auf den Turm, dann müsst ihr fahren mit dem Auto über Mülheim, Friedingen, das Auto abstellen am Bahnhof oder auf dem großen freien Parkplatz und dann nach dem Bahnübergang, linke Hand, geht es dann hier hoch zu dem wunderbaren Ausblickpunkt, wo man eine schöne Rundumsicht hat auf das schöne Donautal, Hegautal und auf die Westalpen. Und hier, wo ich gerade filme,
geht es natürlich ins schöne Donautal, Bärental und so weiter. Ich hoffe, dass ich das für euch richtig dokumentiert habe. So, die eine Seite habe ich noch vergessen. Hier geht es auf jeden Fall hier Schwäbische Alb, das ist ja klar, das ist der Allgemeinbegriff. Jetzt fange ich wieder hier von rechts an. Also ich bin hier auf der Nordseite und ich fange hier an. Hier in Irndorf, also nach Irndorf, sind es 5 Kilometer von hier aus. Dann geht es zum Schneidkap, da war ich noch nicht. FS-Turm, 8 Kilometer, Fernsehturm wahrscheinlich. Ruine Pfannenstiel, 1,5 Kilometer. Und dann hier nochmal Gnadenweiler, 6 Kilometer, Ruine Kreidenstein, 2 Kilometer. Bärertal, so heißt es oder hieß es früher. Das heißt natürlich Bärental, aber es ist noch die altdeutsche Sprache oder Schrift. Plattenberg, Funkturm, 23 Kilometer. So, und das filme ich euch nochmal ab und dann würde ich sagen, dann reicht es für heute. Hier von dem schönen Aussichtsturm oberhalb von Friedingen. Es rentiert sich, da mal hinzugehen, bei schönem Wetter natürlich und bei herrlichem Sonnenschein, so wie das heute der Fall war, zu dem schönen Herbstnachmittag hier auf dem Aussichtsturm mit Blick, mit einem wunderbaren Rundumblick. Aber jetzt muss ich doch langsam runtergehen, sonst wird es mir da unten zu dunkel im Wald. Und da muss ich jetzt aufpassen, dass es mich nicht hinhaut. Jetzt bin ich doch froh, dass ich hier hochgegangen bin, um den schönen Ausblick zu filmen und zu genießen. Noch einmal hole ich das schöne Schloss Bronnen heran.
Jetzt gehen schon die Lichter an, jetzt wird es aber Zeit, dass ich gehe. Sonst laufe ich wirklich durch den dunklen Wald hier. Also, ich möchte mich von euch verabschieden. Ich wünsche euch noch eine Corona-freie Zeit. Bleibt gesund und munter. Und bis zum nächsten Video. Schön sieht aus, der ganz nette Turm. Hier bei Friedingen. Aber jetzt muss ich gucken, dass ich nach Hause komme. Hier mache ich nochmal eine schöne Abschlussszene. Da stand ich letztes Mal schon. Und das sieht so schön aus mit dem orangefarbenen Firmament da. Herrlich. So, hier mal die Kirche von Friedingen nochmal an. Schauen, ob ich noch ein bisschen näher ran zoomen kann. Also das war jetzt noch eine Abschlussszene hier von der Dorfkirche von Friedingen und von dem schöne gelegene Ort Friedingen an der Donau. Schade, dass jetzt hier die Äste im Weg sind. Da hätte ich nochmal den Hintergrund da noch ein bisschen aufgenommen. Es geht jetzt nicht mehr. Man sieht noch ein bisschen was vom Mond, vom Halbmond. Zunehmend. Heia, da ist er wohl nach oben geblieben. Das hätte noch schön ausgesehen. Muss ich wirklich los, sonst wird es zu dunkel. Gehen wir nochmal durch die Äste. Schade, dass die Äste jetzt im Weg sind. Ich tue es mal da wie üblich übertreiben mit der Filmerei. So, jetzt schalte ich wirklich den Camcorder.